of Systeria. Yay, unser neues Tales of Let's Play. Ich freue mich wirklich sehr. Es ist schon über ein Jahr her, dass wir ein Tales of gespielt haben. Und jetzt kam endlich Systeria nach Deutschland. Und ich freue mich. Yay, man hört es vielleicht. Auch wenn das Spiel persönlich in Japan nicht so gut abgeschnitten hat, verstehe ich gar nicht. Die Trailer, die man so bislang sahen, waren eigentlich ganz cool, wie ich fand. Bevor wir starten, muss ich sagen, wir spielen zum einen die PS4-Version und zum anderen spielen wir auf Englisch. Also die Sprachausgabe habe ich jetzt auf Englisch gestellt, obwohl ich hier eigentlich japanische Tonspur immer mag. Aber ich fand die jetzt tatsächlich in den Trailern etc. ganz gut. Also fast sogar besser als japanische, man glaubt es kaum. Und da wir sonst Celia 1 und 2 auch auf Englisch gespielt haben und viele sich teilweise bei anderen Spielen wegen japanischer Sprache beschwert haben, bleiben wir hier auf Englisch. Es kann nicht geändert werden. Whatever. Und ja, ich weiß noch nicht so viel von dem Spiel, halt nur ein bisschen vom Trailer und ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Ich würde mal sagen, wir fangen mit einem neuen Spiel an. Und natürlich, das kennen wir schon, das Tales of Einstellungsmenü, Kampf, Schwierigkeit normal, einfach. Hä? Ist. Hä? Ich bin schon voll überfordert, bevor ich das Spiel angefangen habe. Für mich ist normal Mittel. Der normale Schwierigkeit. Also, es, für mich gibt es nur leicht, normal, was Mittel ist und schwer. Empfohlen für Spieler, die Übungen im Action-Kämpfen haben. Die Qualität der fallengelassenen Gegenstände ist etwas höher. Kann ich die denn eventuell auch ändern? Oh, weniger erfahren? Nee, auf gar keinen Fall. In irgendeinem Tales of war es ja, je höher der Schwierigkeitsgrad, desto mehr bekommst du. Ich glaube, wir nehmen mal Mittel, oder? Wir sind ja eigentlich mittlerweile ganz gut in Tales of. Wir machen mal Mittel, was auch immer es ist. Angriffs... Eingabezeit ändert die Zeit, die bei Kombos für die Eingabe von normalen und Arte Angriffsbefehlen verfügbar ist. Normal. Kann man vielleicht noch ändern. Untertitel natürlich. Menü Kurzbefehl. Gib im Feld mit R2 an, welches Menü geöffnet werden soll. Keine Ausrüstung, Objekte. Oh, nö, wir öffnen das Ganze mal über das Menü. Navigationskartenanzeige fest rotierend. Oh, also ob sie fest bleibt oder mit der Kamera rotiert. Obwohl, nee, wenn ich jetzt auf rotiert mache, dann habe ich wieder mit meiner Orientierung, dass ich gar nicht mehr check, was los ist. So, das lassen wir erstmal. Vibration kann ausbleiben. Kampfsteuerung lassen wir erstmal. Nee, ich glaube Surround. Ich glaube, Elgato hat Probleme mit Surround, weil ich eh über Kopfhörer... Ah, okay. Soundeffekte, Sprache auf jeden Fall höher als der Rest. Weil das ist immer fürs Aufnehmen ganz gut, finde ich. Wenn man auch selber spricht, das ist ein bisschen nervig, wenn die Soundeffekte und die Hintergrundmusik so laut sind und die Stimmen so leise. Das kann man ganz schlecht im Nachhinein abmischen. Und ich habe ja gar keinen Start. Ich spiele ja auf PS4. Es ist immer noch voll ungewohnt, finde ich. Optionen bestätigen. Wir fangen an. Sorry für das lange Gelabert, aber es geht endlich los. Jetzt geht's endlich los. Mit einem schwarzen Bildschirm. Yay. The Legend of the Shepherds. In a bygone age of myths, when darkness threatened to enshroud the world, it was they who reclaimed light from nothingness. Over and over, as the world plunged into chaos, the legend would come to people's lips, and they would pray for salvation. And lo, each time a shepherd would appear to vanquish the darkness once more. But with peace returned, it was never long before the shepherds would vanish. As for where they had gone, no one can truly say. And, as with all things, eventually, they faded into legend. Now, once again, the world faced the threat of the darkness.
And the people began to speak of the shepherds once more. But alas, no shepherd came forth to guide his people to peace. Das ist schlecht. Also sind wir jetzt in einer ziemlich beschissenen Welt? Was? Ich darf spielen? Das kam jetzt so plötzlich. So, hier ist ein Typ, kannst du spielen, Mädel. So, hä? Pause? Ja gut, Option heißt jetzt, ist das neue Start so gesehen. Kamera zurücksetzen. Bestätigen. Surrey-Kartenaktion. Fuck. Ach, das lernen wir schon. Elysia, Heimat der Seraphim. Ah! Damit kann der Typi sein Schwert ziehen und auf cool machen. Okay. Hier haben wir noch nichts. Bestätigen. Gut. Aha, hier haben wir unser typisches kleines Menü, unser Hauptmenü. Drücke Display, um das Hauptmenü zu öffnen. Dort kannst du die KP, rote Anzeige und die ursprüngliche SK, blaue Anzeige einer Figur prüfen und unter anderem entscheiden, mit welchen Figuren du zusammen kämpfen willst. Du kannst auf jedem Bildschirm Optionen drücken, um die Hilfe zu diesem Bildschirm anzeigen zu lassen. Ich habe 0 Geld, ich bin richtig reich. Und schon Level 5. SK. Oh, welches Spiel war das, was auch so nervig mit SK war? War das nicht sogar Graces? Oh Gott, bitte nicht. Graces ist mein so meist gehasstes Tales of Spiel. Gut, hier werden wir wahrscheinlich noch nicht... Oh, ich kann jederzeit speichern. Es gibt keine Speicherpunkte. Oh, okay, doch. Ich wollte schon sagen... Bucheinträge, Kampfstrategien, Erscheinungsbild der Figur. Oh mein Gott, ich werde wieder pleite gehen, wahrscheinlich, weil ich Kostüme kaufen werde. Oh, please don't. Kampfaktion, okay. Markiere eine Kampfaktion im Menü mit dem Cursor, um die Kriterien für ihre Erlangung zu sehen. Mit automarkierte Kampfaktionen weisen darauf hin, dass diese Kampfaktionen automatisch ausgeführt werden. Ah, das ist praktisch für Spieler, die das Kampfsystem und die Regeln noch nicht kennen. Ich Noob. Versuche diese Aktion zu entfernen und deinen AP für andere Kampfaktionen einzusetzen, wenn du den Dreh raus hast. Ich lasse das hier erstmal alles. Unterstützungstalente? Die werden mich das schon lernen. Okay. Wir haben unseren kleinen, netten Typi. Mir gefallen die Ohrringe nicht und ich weiß, wie gesagt, noch nicht viel über ihn. Er heißt Soray. Habe ich richtig ausgesprochen? I don't know. Und ich werde hier wahrscheinlich gleich erstmal runterfallen und schön verkacken. Kann ich hier? Nein, okay, das ist ein nettes Spiel, das lässt mich gar nicht fallen. Gut. Wir sind im Himmel. Das fällt mir jetzt. Sind wir im Himmel oder sind wir einfach weit oben? I'm not so sure. Wir gehen einfach mal weiter. Das ist ein Stern, das heißt wahrscheinlich, da soll ich hin. Kann ich eigentlich springen? Nee, ne? Ah, sieht cool aus, ne? So auf der PS4 hat schon ein bisschen Stil. Hey, so, ich glaube, hier muss ich hin, ne? Oh, ist das nicht eine der Gemälde, die wir im Vorspann sahen? Prüfen wir mal. Oh, und das ist das Zeichen. I knew it. A hero brandishing the sacred blade. This mural is a depiction of the shepherd. Und hoffentlich bist das nicht du. Found it. Du failst. Nothing on my end, Soray. Miklio. Looks like he beat me this time. This proves the shepherds have been around since even before the era of Asgard. I knew it. Let's not jump to conclusions just yet. We still don't have definitive proof that this ruin itself is pre-Asgard. It could be an imitation. Seriously? You really think they'd make a fake ruin of this scale? Get real.
This doesn't bode well. Wait, isn't that... I think our ruined adventure is over for today. Okay. Fängt er wieder super an. Come on! Was ist das für ein Wuchtel? Beeil dich. Ja, den mag ich nicht. Der kann sterben, den mag ich nicht. That was too close. Oh Mann. Could I get a little help, please? Na gut, wenn sein muss. Hab ich schon gesagt, der Typ failed. The fuck. Surging currents. Twin flow. Saray. That didn't go quite how I planned it, but not too shabby, am I right? Guess this makes us even. Ich mag den nicht. Unbelievable. Who knew there'd be ruins underground? Oh, good thing we fell down here. Right. Hey, let's try and find a way out of here. Hm? Oh, yeah. Na gut. Sprechen. Oh, wir können mit ihm sprechen. Ruinen am Mabinogio. Alright, ich dachte, sie wären jetzt zu Hause vielleicht erst, dass es eine Stadt über den Himmel ist. Aber wahrscheinlich nicht. Also waren sie auf einer Erkundungstour und haben Ruinen gesucht und gefunden und irgendwie erinnert das mich so ein bisschen an Graces, die Charaktere. Wisst ihr, so am Anfang Aspel und sein blöder Bruder. Weil Hubert mochte ich auch nicht am Anfang. Von Anfang an habe ich den gehasst und er ist auch irgendwie so, nee, so ein Schlumpf. Aber wir schauen mal, was draus wird. Sorry, Gespräch. Ich hatte keine Ahnung, dass die Ruinen so tief sind. Okay. Wir sollten uns die Ermittlungen für ein anderes Mal aufheben. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Ah. Gibt es denn noch Skits? Oder sind das Skits? Weil es gab auch irgendwo im PSN irgendwas mit Skits zum Download. Aber erst ab morgen. Da muss ich dann nochmal gucken. Irgendein Skit, Upgrade oder so. Ich weiß nicht, was genau das ist. Es sieht auf jeden Fall cool aus. Mini-Statue. Mhm, Spinnenweben. Schön, schön. Gut, dann wollen wir mal weiterlatschen. Ich habe da vorne was blinkeln sehen. Da. Es gibt, glaube ich, keine Kisten, sondern Blinkel. Selbei. Die maximalen KP um 10. Alle Kräuter stellen KP und SK komplett wieder her. Oh, okay. Sonst ist hier nichts. Außer dieses unheimliche Speicherding. Spielspeichern. Wenn du den aktuellen Spielfortschritt speichern willst, stell dich an einem Speicherpunkt und drücke X. Ich glaube, das kriegen wir noch hin. Im Rundsaal. Alrighty. Einmal bitte speichern. Oh, es geht voll schnell. So, nochmal gucken. Ich bin ja jemand, der sich gern umguckt, dass ich nichts übersehe, aber ich glaube, hier ist sonst nichts weiter. Gut, dann lass uns mal mit... ich habe deinen Namen vergessen, das tut mir leid. Im Part 1 passiert mir das auch nochmal, dass ich Namen vergesse. Wir sind sorry, das weiß ich. Gut, gehen wir mal. Verlassen wir die Ruine. Oder auch nicht. Whoa. Oh man, what a drop. It's been nothing but heights all day. But I had an awesome bar relief to distract me. Yeah, I bet you did. Hmm? It looks like someone's lying there. Hey, Mikleo? Hmm? It's a human. Hey, seid ihr keine Menschen? It can't be. Stop. We shouldn't involve ourselves with their kind. She's still alive. We can't just leave her there. Fine. I'll give what help I can. Let's take a look around the area first. Okay.
Alright, stimmt. Wir haben am Anfang gesehen, irgendwas von Seraphim, ne? Sind Seraphim also ein anderes Volk als Menschen, weil die eigentlich menschlich aussehen? Vielleicht ist das wieder so ein bisschen was mit Magie, dass wir Magie benutzen können und normale Menschen nicht? Who knows? Ich bin mir nicht sicher. Sprechen. So, Regisch, das finde ich ein bisschen strange. Warum bekommen wir keine Skits? Oder bekommen wir später noch Skits? Weil es wäre echt schade, wenn Skits jetzt nur durch solche Gespräche ersetzt wurden. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen zu ihr! Sehr schön und gut, den Helden zu spielen. Aber du kannst niemanden retten, wenn du verletzt wirst oder Schlimmeres. Du bist strange, Mikleo. Was ist das überhaupt für ein Name? Mikleo. Da ist was. Ich muss mein Schwert springen. Okay, das haben wir ja schon benutzt. Eklig. My sword's all sticky. Ew. Cobwebs voll. Everywhere. I bet no one has set foot in here for some time. Ach du Mist. Wir müssen. Oh Gott. Wenn wir jetzt alle Charaktere beim Laufen immer zwischendurch anreden müssen, um zu gucken, ob es was Neues gibt, das wäre ein bisschen blöd, ne? Oh, ich muss eigentlich nochmal morgen gucken, wie das mit den Skits ist. Diese Spinnenweben sind lachhaft. Es wird schwierig, aber wir werden uns durch sie hindurchkämpfen müssen. Hindurchkämpfen! Ich habe einmal... so Lusche. Ich sag doch, das ist voll... Schlumpf. Gut, hier ist nichts. Eklig, mein schönes Schwert. Gut, sonst nichts. Ist noch ein bisschen leer hier gerade, ne? Aber es ist ja auch noch... Hä? Hallo? Die erste Dame wollte ich sagen. Shh. Okay, sorry. There! Was? It's huge. What is this thing? Eine Spinne. Und... oh nein, ich werde verkacken. Wirke Kriegsartes mit Kreis. Okay. Kriegsartes Wirk. Oh nein. Ich sehe schon kommen. Das wird wieder. Oh, wie bei Graces, ne? Mit X und Kreis. Das werde ich mir nie merken können. Oh nein. Okay, mit Kreis haben wir Kriegsartes. Ist der Steuermodus auf Semi-Auto eingestellt? Läufst du und dein auf dein Ziel zu? Bist du nah genug, bis um anzugreifen? Dann kannst du eine Combo mit bis zu 4 Treffern ausführen, indem du erneut Kreis drückst. Neue Artes kannst du durch den Levelaufstieg erlangen. Aber kriege ich keine Artes, also besondere Artes, je nachdem, wie ich den Knüppel drücke? Nein? Ich glaube, ich habe... Oh, das ist weird. Alright, was? Wait, hold on. It can't be a Hellion? A Hellion? For real? I've never seen one in person before. What could a monster like a Hellion be doing in a place like this? It's getting away! Wait, don't you remember what Gramps told us? Huh? Nee, da muss ich wohl geschlafen haben. Hellions? Yeah. Hellions. Horrible monsters that are created by the Malevolence. They can only be defeated by the power of purification, which not but a chosen few can use. So if you ever cross paths with a Hellion, just run as fast as you can. Remember, you two, common folks like us don't stand a chance against those fiends. Cut it. Okay, wegrennen. We can't beat a Hellion without the power of purification. Then we should just be glad we escaped it. And anyway, we have bigger problems. Hmm? We have to hurry and save that girl before something worse finds her. Aber echt, er hat Bubis gesehen. Jetzt muss er aber erstmal hier, ne, loslegen.
Kämpfe in Gebieten, in denen Helions umherstreifen, führt Kontakt mit dem Feind zu einem Kampf. Wenn du dein Schwert mit oder anderen Kartenaktionen schwingst, kannst du dir einen Kampfvorteil sichern. Aber wir sollen doch rennen. Oh. Oh Gott. Kampf. Oh, okay. Also kein richtiger Kampf-Ending-Screen. Es ist alles noch ein bisschen weird. Also es ist sehr, sehr anders als bei den Vorgängern. Auch, dass es keine Skits gibt, sondern halt nur diese Gespräche, verstehe ich persönlich jetzt nicht und finde ich ein bisschen ärgerlich. Vielleicht ändert sich das noch, wer weiß. Das war also ein Helion. Ja, und ich bezweifle, dass er der Einzige ist. Wir müssen hier so leise und so schnell raus, wie wir können. Das ist alles noch ein bisschen weird, finde ich. Und die Artist, ich muss mal ganz kurz gucken. Arteinstellung. Automatisch. Ah, okay. Okay, wir haben einfach noch keine. Das ist einfach unser automatisches. Wir können hier also wieder welche... Hä? Was? Ach so, das war X. Zu den Kriegsartes. Ach so, ich war gerade bei den wahrscheinlich späteren Artes. Ups. Blitzern. Weil er gar nichts gesagt hat, sonst sagen die doch immer, was sie machen, wisst ihr? Weil ich weiß doch gar nicht, was er macht, nur von Animation. So klug bin ich jetzt echt nicht. Uiuiui, das wird noch komisch werden, das Spiel. Okay. Okay, vielleicht kommen wir noch damit wieder zurecht. Es ist nur sehr am Anfang, wir schauen mal. Eine Kiste! Wir haben doch Kisten! Schatztruhen in Verliesen und auf Feldern kannst du Schatztruhen finden. Ebenso wie Verbrauchsgüter können Truhen Ausrüstungsgegenstände enthalten. Die haben oft denselben Namen. Ihre Leistung ändert sich jedoch je nach der dazugehörigen Fertigkeit. Die Fertigkeiten aller Objekte findest du im Ausrüstungsmenü. Erhalten alte Ohrringe. Zwischen Ruinen entdeckte Ohrringe. Sie sollen dem Träger ein besseres Verständnis der Natur verleihen. Okay. Ach Gott. Kannst deine Ausrüstung und deine Titel an deine Wünsche anpassen. Das Ausrüsten von Gegenständen verbessert deine Werte, you don't say. Das Ausrüsten von Titeln bietet dir die Chance, neue Artes oder andere besondere Bonuseffekte zu erhalten. Je nach deinem Können bei diesem Titel. Dein Können erhöht sich, wenn du ein Level aufsteigst. Oh gosh, okay. Ausrüstung und Fertigkeiten. Jedes Ausrüstungsstück hat 4 Fertigkeitsfelder, in die Fertigkeit eingesetzt werden können. Die Fertigkeit im ersten Feld ist für jeden Gegenstand voreingestellt. Die Fertigkeiten in den anderen 3 Feldern werden gegenfügig festgelegt, wenn du den Gegenstand erwirbst. Du kannst prüfen, welche Fertigkeiten du ausgerüstet hast, indem du das Fertigkeitblatt mit R2 öffnest. Oh my fucking god. Ja, warum leicht, wenn es auch kompliziert geht? Fertigkeitstypen. Auf dem Fertigkeitsblatt werden hauptsächlich 2 wesentliche Fertigkeitstypen aufgeführt. Die Grundfertigkeiten, die in den Fertigkeitsfeldern deiner Ausrüstung stehen, und Bonusfertigkeiten, die durch bestimmte Anordnungen von Grundfertigkeiten aktiviert werden. Werde ich mir nie merken. Es gibt 3 Methoden, die Bonusfertigkeiten zu aktivieren. Kumulation. Erstellt durch das Ausrüsten mehrere Kopien der gleichen Grundfertigkeit. Die Anzahl gibt an, wie viele dieser Fertigkeiten ausgerüstet sind. Rüste 2 oder mehr aus, um eine Bonusfertigkeit zu aktivieren. Elementbündel. Erstellt durch das Ausrüsten von Fertigkeiten, die rechts oder links unmittelbar aneinander angrenzen. Reihe 2 oder mehr auf, um eine Bonusfertigkeit zu aktivieren. Fertigkeitsbündel. Erstellt durch das Ausrüsten einer vertikalen Spalte von Fertigkeiten in einer Gruppe. Reihe alle 5 Fertigkeiten in einer Gruppe auf, um eine Bonusfertigkeit zu aktivieren. Okay, jetzt im Ernst. Wer merkt sich das bitte alles? Was? Das ist jetzt voll weird. Oh Gott, aber Silly ja einfach. Oh Gott, es ist völlig in Ordnung, Ausrüstung nicht nach Parametern, sondern aufgrund von Kombinationen verschiedener Fertigkeiten auszuwählen. Dadurch kannst du überraschend effektive Interaktionen entdecken. Nimm dir etwas Zeit, um die verschiedenen Fertigkeitstypen auszuprobieren und die zu finden, die am besten zu deinem Spielstil passen oder was ich überhaupt mal hinbekomme. Aber die habe ich doch jetzt angelegt, oder nicht? Hä? Nee, hä?
Achso, die haben Angriff plus. Okay. Alter, das ist doch nicht wahr. Hier habe ich die jetzt. Okay. Ja, genau. Wir haben sonst so nichts. Das wird schon irgendwie so... Das wird schon klappen. Oder auch nicht. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Is that a monolith? Oh Gott. Ich muss hier drücken. Entschuldigung. Okay, also er sagt wirklich nicht seine Fähigkeit an. Oh. You okay, Mikkeljo? Sonst war doch oben immer so eine kleine Reihe. Wisst ihr, wo der Name stand? Und das haben sie doch meistens auch gesagt. Seelenkette SK. Die Seelenkette ist eine Energie, die im Kampf Kombos benötigt wird. Sie kann auf maximal 100 ansteigen. Aktionen wie Kriegsartes verbrauchen SK. Und eine niedrige SK macht dich verwundbar. Die SK kann durch Inaktivität, Abwehr oder Umherlaufen aufgefüllt werden. Behalte sie im Auge und lass sie nicht auf Null fallen. Ich glaube, das war das, was mich an Graces so angepieselt hat, wenn ich mal richtig liege. Oh, Leute. Abwirkung. Wir kriegen wieder Gummis zum Verhüten. Yay. Das ist ein Insider, müsst ihr nicht verstehen. Hier ist noch was. Prüfen. Suche nach Monolithen. Steindenkmäler, also Monolithen, findest du auf Feldern oder in Verließen. Sie tragen Inschriften unbekannter oder vergessener Kampftechniken. Wenn du eins findest, kannst du seine Weisheiten jederzeit im Kampfabschnitt des Systembuches zu Rate ziehen. Für jeden gefundenen Monolithen erhältst du AP, die zur Einschwendung von Kampfaktionen notwendig sind. Drücke X, wenn du einen findest, um ihn näher zu untersuchen. Grabschmarren. Das sind anscheinend Weisheiten über Kämpfe, die in einer alten Sprache abgefasst sind. Kriegsartes. Wenn du kämpfst, steigt irgendwann dein Level und du erlangst neue Kriegsartes. Und Sturm und Stech, genau, mobile, effektivbereich Artes. Wechsel sie nach Bedarf aus, je nach Verlauf des Kampfes. Die verfügbaren Angriffe kannst du in dem Atemmenü entnehmen. Das ist doch fucking weird. Das war also ein Helion. Das hatten wir schon, ne? Oder? Ich bin mir nicht sicher. Na, okay, das hatten wir schon. Okay. Okay. Gib mir ein paar Parts, dann bin ich drin. Gib mir ein paar 10 Parts. Automatische. Ach du Hilfe. So eine Kampfaktion, sowas wie die Techniken in Cilia? Aber ich möchte eigentlich nicht automatisch. Ich möchte das schon gerne selber erstmal machen. Versteht ihr? Unterstützungstalente. Oh Leute, das ist alles noch ein bisschen weird. Das wird uns sicher alles später erklärt. Ich gucke da jetzt mal gar nicht zu lang rein. Sonst werde ich nachher verwirrt. Ich wollte nur gerne gucken... gibt es hier nicht Einstellungen? Einstellungen. Untertitel ein, Menükürzel. Normal, normal. Aus, aus. Ich hätte halt wirklich gerne, dass mir angezeigt wird, oben oder so, was für Skills ich benutze. Weil ich merke mir sonst später halt nicht, wie ich welche mache. Nee, ich gehe mal weiter. Sorry, ich bin halt nur voll sowas. Ich brauche mal eine Zeit, um das alles zu checken, wie ein Spiel läuft. Oh, es ist nur der Schlumpf. Nur der Schlumpf. Alright, hier ist sonst aber auch nichts. Wir nehmen weiter. Ich glaube, wir sind gleich bei den Mädel angekommen. Oh, hier ist auch ein Speicher. Ja, da hinten ist die Dame. Okay, ich speichere erstmal. Die Ursache des Donners. Ach, da sind Skits. Habe ich jetzt schon Skits... Oh, habe ich jetzt schon Skit übersehen? Nee, ne? Die sind ja so klein, das sieht doch keiner. The human probably got caught up in all the lightning just like we did. More like the other way around. We have her to thank for all that crash, boom, bang. That lightning. That was Gramps, wasn't it? Yeah. It's a warning to invaders. Not one more step. Sorry, Gramps. I can't just leave someone who needs help. Huh. This is turning into an eventful day for once. Also sind das doch Brüder?
weil sie Grandpa sang. Und hier, noch ein Skit. Ach, sind die Skits vielleicht nur ein Speicherpunkt? That was a cool monolith. We've had quite a bounty of discoveries today. If I'm not mistaken, that stone is a lot newer than the surrounding ruins. Yeah, It's from a completely different age. It read like advice of some sort. Most likely it's a guidepost left by previous visitors to aid fellow travelers. Für uns Noobs. So we're not the only ones who go around investigating ruins. Humans have terms for them. Things like adventurer or explorer. Explorers. Irgendwoher kenne ich seine Stimme, aber meine ich auch aus irgendeinem anderen Tales auf. Ich bin mir gerade nur nicht sicher. Okay, wir speichern hier mal kurz drüber. Und dann würde ich sagen, dass der Part tatsächlich schon zu Ende ist. Wir sind nämlich schon bei 30 Minuten. Und wer Celia vielleicht schon bei mir gesehen hat, weiß, dass ich generell bei Tales of Spielen so 25 bis maximal 30 Minuten Parts mache. Also etwas länger als bei normalen Let's Plays, wo ich eigentlich so 20 bis maximal 25 mache. Weil hier halt auch Kämpfe... War da was? Nein. Kämpfen und so ist. Deswegen wisst ihr Bescheid. Das war erstmal ein kleiner Anfang mit Tales of Systeria. Morgen geht es weiter. Und ich bin gespannt, was das für ein Mädel da hinten ist. Irgendein Eindringling. Also, ja, jemand, der nicht hier sein sollte. Aber Herr Sorry ist halt nett. Und deswegen gehen wir sie retten im nächsten Part. Und bis dann. Ciao.